Wir sind heute Abend am Samstagabend, 26. September, und heute ist die Kulturnacht. Und wir wollten heute Corona-gerecht ein Outdoor-Event starten mit Christian Passanack aus dem Nordhorn. Er macht Illuminationen, Reflexionen und Spiegelungen. Und das wollten wir am alten Kippflaschenhaus. Alte Kippflaschenhaus ist ja ein besonderes Haus. Ja, das ist das älteste hier in der Grafschaft. Das wollten wir einmal illuminieren, damit es wieder mal in den Fokus gerückt wird und vielleicht irgendwas mit dem Haus passiert. Die Idee war richtig gut, und gestern Abend haben wir auch schon einen Probelauf gestartet. Und zum Glück, der Film ist jetzt auch im Kasten. Also es ist leider heute am Miet live zu sehen, weil es nicht funktioniert mit den Beamern bei diesem Regen. Aber wer will, kann hier am Benthammer Atelier 1820 kann hier im Schaufenster gucken, der Film wird jetzt auch noch in den nächsten Tagen laufen, und kann sich das Ganze schon mal ansehen, wie es ausgesehen hätte, wenn es, also wie es gestern ausgesehen hat. Der Nachtwächter ist da noch lang gelaufen mit Gruppen, und es war eigentlich gestern total schön. Und heute ist es leider total nass, in so einem trockenen Sommer ein nasser Samstagabend. So passiert es manchmal. Aber den Regen können wir gut gebrauchen trotzdem. Ja, nicht heute, aber ja, mit Pferden. Ja. Aber wir haben überlegt, dass wir alle Sachen hier im Atelier lassen wollen, was du gebaut hast, diese ganzen Verladen. Und wir werden ganz spontan dann nochmal mit irgendwann mittwochs entscheiden, wenn wir absehen können, dass das Wetter Freitag oder Samstag gut ist, dass wir dann sagen, oh, wir machen ganz schnell Presse, Facebook, und wir werden das dann nochmal nachholen. Wir werden uns dann auf jeden Fall melden, und wir hoffen, dass es dann auch gut, dass das Wetter mitspielt. Wir können es leider nicht ändern, aber manchmal ist das so. Aber die Stimmung ist trotzdem gut, es sind viele Leute im Atelier, es sind Leute hier draußen, und wir können es leider eben nur diesen Film angucken. Aber der ist auch sehr, sehr schön. Thank you.
Thank you.